Das sieht so geil aus. Entschuldigung, dass ich das immer wieder sage, aber es ist einfach so. Es ist so, wie es in den Trailern, wie gesagt, wirklich war. Es sieht total cool aus. Den Ionschneider, den brauchen wir immer noch. Den haben wir immer noch nicht gefunden, den Bauplan dafür. Oder zumindest, wir haben das Ding auch noch nicht gefunden. So. Das ist ein Roboter? Meine Güte. Schlüsselkarte benötigt. Wo kommt man denn da hin? Oh, okay. Na, gucken wir mal. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Genau, vergessen Sie es einfach. Davon würde ich abraten. Warum? Willst du mich aufhalten, du scheiß Roboter? Also, dann gucken wir doch mal. Gott, dieser Stress, ey. Ich muss erstmal gleich ein paar Pillen einwerfen. Tracker. Er wurde modifiziert. Oh. Okay. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Jetzt haben wir endlich unseren Motion Tracker. Und so wie ich das mitbekommen habe, werden nicht nur Aliens angezeigt, sondern auch diese Roboter. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Denn somit haben wir auch das Problem, dass wir nicht nur dann auf die Aliens uns konzentrieren, sondern auch auf die Roboter. Und ich glaube, damit werden wir auch Stress bekommen. Schauen wir mal. So, Türenüberbrückung. Hodges, ich habe ein manuelles Schloss an den Türen nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Chief. Da war noch was. Fehler. Fehler. Kann nicht gesendet werden. Okay. Freigegeben. Zuerst erscheinen in Augen of Sijin. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Seagens soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden und ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden sich uns auf diese Reise anschließen. Reise ist auch gut. Reise. Morgens Geheimnis. Seagen Reise. In den Kolonieweltraum ein offizieller Chronik von Sebastian Siege. Zuerst erscheint in Auge of Siege. Unser Ursprung im All. 2034 änderte alles. Die Ankunft der über Lichtreise Ebene des Siegens vormalt zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der ersten Führung des Gründers Joseon Siege war unsere Firma bereits für den kommenden Jahre. Siegens Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonieweltraum über das Sonnensystem, ich komme auf Siegen immer, ich weiß nicht warum, über das Sonnensystem hinaus ausarbeiten. Wayland Cope teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josiah Siege parat zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Siege Sohn sehe der Himmel heute wahrscheinlich anders aus. Okay. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen.
kleinig zurücklassen. Türzugriff. Machen wir mal. Sehr schön. Tür haben wir aufgemacht. Das sieht so geil aus. Vor allem, dass auch im Hintergrund so alles so ein bisschen so eher verblasst, so ein bisschen so im Hintergrund gerät. Das ist total cool gemacht. Also richtig geil. So, wo kommen wir denn hier hin? Bevor ich jetzt durch die Tür gehe, hier sind so viele Wege. Ich möchte doch lieber mal eben hier lang gehen. Und ich begrüße natürlich auch alle neuen Zuschauer. Herzlich willkommen zur Let's Play Live Show an diesem schönen Samstagabend. Jeden Freitag, jeden Samstag die Let's Play Live Show definitiv einschalten. Freitag, Samstags immer um 20 Uhr. Und falls ihr mich besuchen möchtet auf YouTube, einfach in den Chat schreiben Werbung. Dann findet ihr mich dort. Oder der Nightbot, beziehungsweise schreibt da meinen YouTube-Channel. So. So. Gut, dass wir das Werkzeug gefunden haben. Ich hoffe, dass wir immer noch diesen Schweißbrenner und diesen Ionschneider noch finden. Oh. Was hat man hier? Was steht da? Sterilisierer? Nee, ich möchte nicht sterilisiert werden. Die Markierung am Rand des Bewegungsmelders zeigt ihr Ziel an. Am Rand. Ach so, okay. Dieser Rand da, der da läuft. Ich möchte mich aber trotzdem noch ein wenig umsehen. Was haben wir da? Na toll, Rauschen, super. Oh, Geräuschmacher haben wir eingesammelt. Ein neuer Bauplan, wo wir auch direkt mal herstellen können. Sehr geil. Ich glaube, das könnte lustig werden im Speedrun dann, dieses Spiel. Definitiv. Oh. Das war doch gerade noch am Leuchten. Tobacco. Wahrscheinlich die Zigarettenmarke hier. Hebel benutzen. Will ich hier eigentlich weitergehen? Weil da waren noch so viele Wege. Unten. Miss. Hallo? Hehehe. Hä? Ach, hier waren wir doch schon. Hä? Wo geht's hier hin? Okay, nirgendwo. Hier geht's nicht weiter. Okay, da kommen wir wieder zurück. Ich gehe mal noch, bevor ich jetzt da hinten lang gehe, gehe ich nochmal eben kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas war. Bevor ich irgendwas liegen lasse oder so. Weil dann möchte ich doch schon gerne, dass wir dort alles gesehen... Oh, da ist noch eine Kiste, die habe ich übersehen vorhin. Natürlich nehme ich alles mit. Selbstverständlich. Was können wir denn alles bauen? Medikit haben wir genug. Revolver, Leuchtfackeln. Okay, gar nichts können wir bauen. Naja, gut. Aber wir haben ein bisschen was eingesammelt. Und somit können wir auch weitergehen. Komm, hier rein kommen wir nicht. Ne? Nein. Hallo, Android. Kuckuck. Du scheiß KI. Das wird nochmal unser Untergang sein. So scheiß Roboter. Okay, da kommen wir eigentlich quasi wieder zurück. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da oben lang. Dann gehen wir doch da mal hin. Und schauen mal, wo es da hingeht. So. War das jetzt hier? Ja, genau. Ich laufe so gerne Treppen. Da kannst du mich immer retten. Ja, da gucken wir nochmal. Ich gehe so gerne bei dem Spiel sehr langsam, weil einfach diese Atmosphäre und diese Grafik... Oh, ich bin ja keine Grafikhure, ne? Aber dieses Spiel ist schon echt... Oh. Kann man da nochmal drücken? Kommt da noch mehr raus? Hallo? Okay. Hier vielleicht? Na, spuck aus. Oh. Eine Kiste. Sehr schön.
Wo wir alles nehmen? Siege-son. So ein schweres Wort. Sicherheitszugang. Mhm. Machen wir mal offen. Mit unser Gerätchen hier. Ach du Scheiße. Das habe ich letzte Mal in der dritten Klasse habe ich das gespielt. Diesen kleinen Balken immer festhalten. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine Batterie für unsere Taschenlampe. Sehr schön. Und ein Schacht. Den wir doch direkt mal benutzen werden. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Was? Wow. Was? Oh mein Gott. Boah. Den möchte ich nicht begegnen gleich, bin ich ganz ehrlich. Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Okay. Das sieht nicht gut aus. Der Android hat wahrscheinlich ein wenig, ja, Stress mit seiner Alten. Und hier ist irgendwie irgendwas am Scannen. Warte mal. Geh weg. Okay, da dürfen wir wahrscheinlich noch nicht lang, weil das irgendwie gescannt wird. Das müssen wir wahrscheinlich abschalten, diese Kamera. Ja, tut mir leid, Kumpel. Das ist nicht gut gelaufen für dich. So, dann gucken wir doch mal an. So, da geht's nicht lang. Dann können wir hier lang. Da ist ein Computer, habe ich schon gesehen. Oh Gott, da steht er schon. Gehen wir mal hier gucken. Auf dem Terminal. Daneben lag, glaube ich, Pistolen- oder Revolvermunition. So, was haben wir denn hier? Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch in einer kürzlichen von diesem Terminal verschickt. Verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Sevastos von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder ein Verräter von Siegen Synetics. Okay. Fehler, Vorgang nicht gestartet. Freigeben, Apollos Auge. Riggins, arbeiten Sie noch immer an Siegens Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht doch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waynes einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Haldin, wohnt im Joshua Siege Suite Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir können hier aufräumen. Resom. So, Fehler, Ordner fehlerhaft, Zubehör ist auch fehlerhaft. So, ja, hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show und natürlich auch an alle die gerade eingeschaltet haben. Ich begrüße euch alle. Wir haben es mittlerweile jetzt schon 10 vor 12. Jeden Freitag, jeden Samstag gibt es die Let's Play Live Show um 20 Uhr. Und falls ihr mich mal besuchen möchtet auf meinem YouTube-Channel, einfach mal Werbung in den Chat schreiben. Dann schreibt der Nightbot meinen YouTube-Channel für euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da mal besuchen kommt. Wenn euch das gefällt, hier lasst ein Like da und auch bei meinem YouTube-Channel. Ich weiß, man soll mit
mit Abos soll man nicht betteln, habe ich mir sagen lassen. Ist nun mal so. Darf ich da gucken? Ich glaube, ich lasse den mal da in Ruhe. Ja. Kamerafeed, Überwachungskamera deaktivieren, okay. Machen wir das mal. Ich will trotzdem mal hier gerne gucken, ob ich hier irgendwas. Ob hier irgendwas ist, was ich hier. Ich trau dem Braten nicht. Oh, der hat rote Augen. Nee. Sie müssen sich entspannen, so wie der zu dem einen Typen gesagt hat, genau. Entspannung. So, erstmal Prost zusammen an alle. Ne? Ich sage es immer wieder, ich möchte keinen animieren zum Trinken, ja? Cola ja, Fanta ja, Wasser ja. Och nee. Nee, auch noch Fahrstuhl rufen. Jetzt kommt doch da gleich wahrscheinlich einer, oder? Von den Affen. Hallo? Hundertprozentig. Das kann doch nie im Leben gut. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Dit. So. So, ich habe währenddessen mal eben die Batterie nachgeladen für die Taschenlampe, falls wir die brauchen. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Season-Personal. Nur für Season-Personal. Okay, da hat unser Schiff schon gerade kommuniziert mit der Sevastopol. Gibt natürlich keine Antwort, weil hier nur Androiden rumlaufen und Aliens. Und Alien kann ja nicht sprechen. Und wir dürfen ja nicht gesehen werden, weil hier nur die Sejans Androiden rumlaufen. Und das... Ach du... Oh! Oh! Was? Wegen Ihnen verschwende ich Firmenzeit. Warum guckt er so da durch? Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Geht weg! Geht weg! Geh weg! Kommen Sie bitte raus. Ohne Kratzer, Trophäe erhalten. Huh. Na du? Da war mir das Merkel schon viel, viel lieber, bin ich ganz ehrlich. Ich habe einen Revolver, aber das bringt nichts. Hat man ja gesehen. Die sollen sich mal wieder beruhigen. Die beiden, ja? Ja, ich will ihnen nur helfen, ist klar. Schade, dass man nicht hier ein bisschen runter gucken kann. Okay, der eine haut da ab, so wie es aussieht. Aber wo ist der andere hin? Der andere ist auch noch ganz in der Nähe. Oder? Ja. Der ist hier, da ist er. Oh mein Gott, ey, der soll abhauen. Geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab, genau. Geh bloß weg hier. Okay. Boah, ganz ruhig jetzt hier. Wir müssen ganz. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir müssen hier höllisch aufpassen, was wir jetzt hier tun. Weil. Mit dem Revolver kommen wir hier nicht weit.
Und also ist halt, wie gesagt, nicht nur das Alien unser Problem, sondern auch die Androiden. Und hier oben scheint es sauber zu sein. Zumindest was der Motion Tracker uns angibt. Hallo? Okay, hier ist eine Tür. Gehen wir mal hier lang, bevor wir da hinten... Obwohl, gehen wir erstmal hier lang, bevor wir durch die Tür gehen. Ich weiß gerade gar nicht, was unser Ziel ist. Ich hab's total vergessen. Was? Boah. Erschreck mich doch nicht so. Mein Gott. So, wir haben eine Kabelverbindung, die wir wieder ändern können. Die wir... Was machen wir denn da mal? Machen wir mal die Luft... Also ist beides aktiv. Kamera machen wir mal aus. So. Jetzt haben wir hier. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage sehr schön. Offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Wunderbar. Na super. Toll. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Na ganz toll. Das hat es jetzt auch super gebracht. Das musst du doch vorher wissen, wenn du da irgendwas eingibst im Computer. So, wo sind wir jetzt hier? Okay. Hallo? Okay. Oh nein, wir sind genau hier. Oh nein. Nein, 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 wo die beiden waren. Nee, 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 nee. Nee, um Gottes Willen. Was? Hm? Wie? Hm? Wie folgen sie? Wow, 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 wow. Der war doch da irgendwo, oder? Du weißt gar nichts, weißt du? Ein Scheiß weißt du. Und dein Freund auch. Ihr seid schwul. So. Ich meine, ich habe nichts gegen Schwule, ja, also, ne? Aber die beiden sind schon Homos. Homo-Computer. Homo-Androiden. Hat man noch nie gesehen. Jetzt ja. Prost. Gewick, 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 gewick. Prost. Boah. Jetzt sitzen wir schon wieder in diesem Dreckspind hier drin. Aber wir haben oben noch eine Tür. Cool, wie auch der Controller leuchtet. Grün und weiß und grün und weiß. Kommen Sie bitte raus. Ganz bestimmt nicht. Ich habe nur einen Revolver, der eh nichts bringt. Habe ich denn, Was mache ich denn? Ich wollte eigentlich kreisen, um aufs Inventar zuzugreifen. Wow! Wow, 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 wow! Hallo, 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 hallo! Sie werden unvorsichtig, willst du mich verarschen? Geh weg! Ich wollte Kreis drücken, um das Inventar aufzurufen, aber das kann ich im Spinn nicht, das wusste ich nicht. Alter, geh weg. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Anscheinend nicht. Der andere kommt, glaube ich, auch gerade. Ich möchte... Was macht der denn da? Geh bloß weg. Geh weg. Du stinkst. Nach nasser Hund. So. Und du auch. Toll, jetzt sind die beiden oben auf der Etage. Na, supi. Obwohl, wenn die da abhauen, dann kann ich nach unten gehen. Das werde ich auch eben machen. Obwohl... Ich würde sagen, das Ganze sparen wir uns auf für eine weitere Folge, denn dann bleibe ich nämlich so lange in den Spind stehen.
Genau, wir machen jetzt eine kleine Pause für euch wieder. Wir können wieder mal eben auf die Toilette gehen, neue Chips holen, wie auch immer, neue Cola holen, eine rauchen, eine smoken, ja, so wie ich auch jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Also bis gleich. Dann geht's spannend weiter. Mein Gott, ich bin verrückt. Also, Alien Isolation. Heute wird eine lange Nacht übrigens. Haltet euch fest. Bis gleich.